Hallo und willkommen zurück zum neuen Video. Wir gucken uns heute einmal die Wildschleife an. Zuerst einmal, was ist die Wildschleife? Swift stellt uns das wieder vor, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist relativ ähnlich zur Vorschleife. Und es gibt aber hier einen kleinen Unterschied. Wenn du einen Nagel einschlagen willst, kannst du nicht einfach eine bestimmte Anzahl von Malen draufschlagen und davon ausgehen, dass er dann komplett eingeschlagen wurde. Stattdessen schlägst du weiter auf den Nagel ein, solange der Nagel herausragt. Du kannst eine Wildschleife verwenden, um einen Befehl oder eine Gruppe von Befehlen zu wiederholen, solange eine der Bedingung Nail is sticking out ist wahr. Daher wird Hammer Nail ausgeführt. Hier sehen wir auch schon mal den Code, wie die Wildschleife aussieht. Die Syntax ist in dem Fall, dass man while schreibt und danach kann man eine Bedingung wieder schreiben, also eine Methode. In dem Fall ist das jetzt Nail is sticking out und dann kommen wieder die geschweiften Klammern und in den geschweiften Klammern kommt dann die Methode rein. Bei byte wäre das zum Beispiel, dass wir so lange geradeaus gehen, bis wir vor einer Wand stehen. Einmal als Beispiel für byte und hier ist jetzt einmal mit einem Hammer gemacht. Und solange irgendwann hier diese Bedingung einmal nicht mehr erfüllt ist, dann hört einmal die Wildschleife auf zu laufen und der Code darunter wird einfach ausgeführt. Gucken wir uns das direkt auch mal beim ersten Level an. Hier können wir jetzt einmal oben unsere Condition reinschreiben, also unsere Bedingung. In dem Falle können wir jetzt hier abfragen, while is on closed switch, das heißt, solange wie wir auf einem geschlossenen Schalter stehen, machen wir einen Toggle Switch und danach ein Move Forward. Und das Ganze führen wir einmal aus. Und wir sehen, byte hat automatisch aufgehört, als er auf einmal auf einem Schalter stand, der schon umgelegt wurde. Hier in diese Wildschleife können wir jetzt auch später unsere AND- oder OR-Verknüpfungen reintun oder auch Negierungen. Gehen wir aber erstmal zum nächsten Level. Hier haben wir das nächste Level. Hier können wir einfach die ganze Zeit immer so lange weiter geradeaus gehen, bis wir hier am Ende angekommen sind und weder auf einem offenen noch auf einem geschlossenen Schalter stehen. Jetzt haben wir auch direkt die Oder-Verknüpfung, die ich gerade meinte. Das heißt, wir können hier abfragen, is on open switch oder is on closed switch. Können wir hier einmal abfragen, if ist on closed switch. Dann machen wir einen Toggle Switch und danach immer einen Move Forward. Das heißt, wir gehen so lange, wie wir immer auf einem Schalter stehen. Das heißt, entweder auf einem geschlossenen oder auf einem offenen. Also umgekehrt, entweder immer so lange auf einem offenen oder auf einem geschlossenen. Und immer wenn wir auf einem geschlossenen stehen, schalten wir den um und gehen danach immer einen Schritt nach vorne. Das geht so lange, bis wir hier hinten stehen. Hier stehen wir weder auf einem offenen noch auf einem geschlossenen und dann sollte die Wildschleife aufhören. Probieren wir das Ganze einmal. Ich führe das im schnelleren Tempo mal durch. Na, eine Abfrage fehlt. Also am Anfang stehen wir auf keiner Wildschleife, keinem Schalter, deswegen mache ich hier einen Move Forward hin. Ja, und zwischen den Dingern stehen wir auch auf keinem Schalter. Okay, das habe ich gerade nicht bedacht. Das heißt, wir müssen das Ganze wahrscheinlich einfach dreimal ausführen. Das heißt, wir können das Ganze auch in der Methode tun. Solve Row nenne ich das einfach mal. Und da tue ich jetzt hier diesen Code rein. Und jetzt führe ich einfach dreimal solve row auf.
Und wir haben auch dieses Level geschafft. Hier diese drei könnten wir natürlich jetzt auch wieder in eine Vorschleife reintun und würden das über eine Vorschleife einfach aufrufen. Ich mache das einfach gerade einmal. In 0.3. Dann fange ich aber hier von 1 an zu zählen. Jetzt habe ich hier noch in. Also. Fische das noch einmal aus. Und wir sehen, wir haben jetzt hier einmal eine While-Schleife mit einer For-Schleife kombiniert. Ich habe jetzt hier 1 bis 3 genommen. Normalerweise in der Informatik fängt man aber immer bei 0 an zu zählen. Ich habe es jetzt aber, dass es etwas klarer ist, dass wir jetzt das dreimal machen, bei 1 angefangen zu zählen. Aber gut, gehen wir zum nächsten Level. So, hier ist einmal das nächste Level. Hier wurde uns schon eine Methode vorgegeben, und zwar Turn and Collect Gem. Da gehen wir mal einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach links. Dann wieder einen Schritt nach vorne. Moment, bin ich an der richtigen Stelle? Achso, nee, jetzt sind wir erst hier dran. Sammeln den Juwel ein und drehen es dann wieder nach rechts. Das heißt, hier können wir auch wieder eine While-Schleife benutzen. Ich mache jetzt hier erstmal einen True rein. Und mache hier einen Turn and Collect. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir können hier auch zum Beispiel einen True reinschreiben und haben wir so eine Endlosschleife. Das heißt, Byte hört niemals auf zu laufen. Das heißt, er geht die ganze Zeit einfach weiter. Das mache ich einmal mit etwas schnellerer Geschwindigkeit, um uns das einmal nur anzugucken. Hier sammelt er schon alles ein. Und er wird auch wahrscheinlich hier alles einsammeln. Das heißt, wir müssen jetzt gleich hier eine Abfrage machen. Und zwar, wenn Byte hier angekommen ist, dass er nicht mehr weitergeht. Unsere Abfrage hierfür wäre jetzt in dem Falle, ist blocked. In dem Falle würde jetzt aber nur weitergehen, wenn es geblockt ist. Wir wollen das jetzt aber ausführen, solange er nicht geblockt ist. Deswegen müssen wir eine Negierung hier vormachen und einmal ein Ausrufezeichen machen, was das Ganze negiert, das heißt, das Gegenteil bewirkt. Das heißt, in dem Falle würde es heißen, solange Byte nicht geblockt ist, geht er weiter. Führen das Ganze nochmal aus. Und Byte hat es bis ins Ziel geschafft. Dann gehe ich jetzt noch einmal zum nächsten Level, was wir dann uns aber im nächsten Video angucken werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und das nächste Video wird dann auch wieder die Tage irgendwann online gehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis später.